Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ist irgendjemand, der wie ich auf dem Dachgeschoss lebt? Es ist so warm. Oh Gott, da ist mein Nachbar. Okay, die sind weg. Go bitch, go bitch, go bitch. Dankeschön. Mein Dachgeschoss ist so warm, wenn man nach unten geht, ins Zimmer von meiner Schwester, ins Zimmer von meiner Niece, alles ist gut, es ist schön kühl. Ich schwöre, bei mir hier ist es oben so warm, ich kann nicht mehr. In diesem Video habe ich mir etwas ganz Besonderes überlegt. Habe ich ja im letzten Video gesagt, dass ich ein Haustier kaufen werde. Oh, kein echtes. Also doch, aber, also nein, aber... Also ich habe mir nämlich überlegt, go bitch, go bitch, go bitch. Das ist jetzt mein Frühstück, ne? Ich habe noch nichts gegessen. Ich werde in diesem Video meine ganze Familie pranken. Ich wollte eigentlich nur Nisa machen, aber ich denke mir so, warum nicht gleich alle, ne? Ja. Ich werde... Oh, ich habe Hunger, ey. Go bitch, go bitch, go. Ja, ich muss nochmal abbeißen. Kennt ihr diese Roboterfische, die im Wasser von selber schwimmen? Go bitch, go bitch. Ich werde diese Roboterfische kaufen, ein Aquarium kaufen mit so Deko und Sand und Wasser natürlich. Eine ganze Familie pranken, dass ich Fische gekauft habe. Erste Problem dabei ist, wir haben Katzen. Das heißt, wir können gar keine Fische haben, weil unsere Katzen würden die Fische aufessen. Das zweite ist, meine Mutter hasst Fische. Wir hatten ganz früher, also wirklich vor 10 Jahren oder so, hatten wir Fische. Go bitch, go bitch, go bestie. Meine Mutter hat es gehasst. Es hat irgendwie gestunken, das sauber machen und so. Sie mag keine Fische. Und deswegen wird es lustig. Okay, Leute, ich bin jetzt im Auto. Ich habe keinen Tank. Ich glaube, so diese Fischsachen sind, glaube ich, auch voll teuer. Aber ich will nicht so viel Geld ausgeben, weil nach dem letzten Video habe ich schon kein Geld mehr. Deswegen bitte, Leute, gebt mir wieder einen Daumen nach oben. Leute, ich bin jetzt da. Oh Gott, ein Auto. Da muss ich hin. Smith Toys oder was das auch ist. Wenn dieser Fisch jetzt nicht dort ist. Go bitch, go bitch, go bitch. Okay, also ich glaube, hier ist es auf jeden Fall nicht, weil hier sind so Barbie-Sachen und so. Oh, toll. Könnte es vielleicht hier sein? Was ist es das? Nee. Hier sind so viele Säulen. Also bis ich das finde, wo das ist. Ich habe den Fisch nicht gefunden. Guck mal, was ich gefunden habe. Eine Mario-Puppe. Oh mein Gott, ich will die haben. Ich liebe ja Peach. Soll ich das kaufen? Ich will das kaufen für mich. Ich liebe Peach. Es gibt, wie heißt der nochmal? Mal Kirby? Nee. Leute, wie heißt der nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Könnt ihr mir bitte helfen? Aber es gibt den, es ist Mario und es gibt Luigi, aber es gibt nicht Peach. Warum? Warum wird sie ausgeschlossen? Es gibt sogar den Affen. Das ist so unfair. Wieso machen sie Peach nicht? Hier könnte es irgendwo sein, weil hier sind alles Sachen, die so elektrisch sind, von selber fahren können und so. Hier, guck mal. Oh mein Gott, der Robo Alive. So heißt auch die Marke von den Fischen. Das heißt, es muss irgendwo hier sein. Es gibt sogar eine Spinne. Was ist das? Drache. Oh wow. Roboter. Dino oder was das auch immer sein soll. Da oben. Ich hab's. Go bitch, go bitch, go bitch. Es gibt sogar Schildkröten. Ich kann so tun, als ob ich auch eine Schildkröte geholt habe. Aber blau ist fake, ich hol grün. Frage ist, welche sieht echter aus? Grün oder braun? Schildkröten sind nicht grün, die sind braun. Ich nehme braun. Ich nehme einmal so eine Schildkröte. Ich glaube, die sieht schon echt aus, so vom Weiten. Dieses Set, da ist auch ein Aquarium mit dabei, aber das ist halt nicht so groß. Ich wollte halt eigentlich so ein großes holen. Ich kann die Fische auch einzeln kaufen. Preis steht nicht dran. Oh Gott. Ich glaube, ich nehme einmal das, da ist aber nur ein Fisch drin. Das heißt, ich kaufe noch zwei Fische. Pink und ich nehme noch blau. In diesem Fisch, was auch immer das sein soll, nur ein bisschen Sand. Also da ist keine Deko oder so dabei. Deswegen fahre ich jetzt in den Tierladen und kaufe so Deko, damit das Ganze echt aussieht. Weil ich glaube, wenn da nur so eine Schüssel ist, sieht das fake aus. Leute, ich bin angekommen und das ist sogar ein Fressnapf XXL. Da gibt es anscheinend noch mehr als in einem normalen. Fischsachen bei Aquaristik. Oh, Aquarium Starter Kit. Ich bin dann auf jeden Fall losgegangen. Ich habe dieses Aquarium Starter Kit jetzt nicht genommen, weil ich habe ja jetzt diese kleinen Schüssel schon bezahlt, die ich jetzt im Paket habe. Und es wäre auch ein bisschen zu teuer gewesen. Auf jeden Fall, ich bin dann losgegangen. Ich habe mich bei den echten Fischen umgeguckt, aber irgendwo waren nirgendwo echte Fische drin. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht. Diese kompletten Aquarien oder wie man es auch nennt, waren leer. Dann habe ich aber die Fische gefunden. Dann war auch wieder alles gut. Ich habe mich bei echten Aquarien jetzt umgeguckt, also Aquarium. Und es kostet einfach 100 Euro für so ein relativ kleines Aquarium. Deswegen, Leute, es tut mir leid, ich habe kein Aquarium geholt. Die kleinen Schüssel muss reichen, weil ich muss Geld sparen. Auf jeden Fall, ich habe so Kieselsteine mitgenommen. Dann Deko-Sachen habe ich jetzt das nicht genommen, aber ich habe dieses Gras mitgenommen und noch diese Muschel, weil die war reduziert und ich fand es da irgendwie gut aus. Und jetzt geht es an die Kasse und ich bin aufgeregt. Okay, wir werden jetzt alles auspacken und den Prank vorbereiten. Wir fangen jetzt erstmal damit an, weil da ist ja auch die Schüssel drin, die wir jetzt gleich brauchen. Ich bin ehrlich, als ich Kind war, vor langer, langer Zeit, da wollte ich das immer selber auch kaufen. Also ich habe das immer in den Werbungen gesehen. Oh.
Guckt mal. Go bitch, go bitch, go bitch. Das ist einfach ganz normaler Sand. Ihr wartet. Oh. Diese Schüssel jetzt mit Wasser befüllen. Das sieht voll gut aus. Den Fisch tue ich noch nicht rein, weil ich... Go bitch, go bitch. Einfach so... Also Leute, ihr könnt mir wirklich nicht sagen, das sieht so gut aus und dann tue ich die Schildkröte da drauf. Ich weiß nicht, ob die sich auch bewegt. Muss das da irgendwie so rein? Oh. Unter Wasser kann man so Algen machen, seht ihr das? Also ich bin voll gespannt, wie der jetzt schwimmen wird. Go bitch, go bitch, go bitch. Das Ding ist, Leute, ich weiß nicht, wenn ich die anderen Fische rein tue, ob das dann noch so realistisch ist. Nur noch einen rein und zwar, ich glaube, den, der sieht echter aus als der andere. Hier, und jetzt musst du dich hinsetzen, aber dann auch da hinsetzen. Okay, also du kannst die Augen jetzt aufmachen. Ich muss was sagen. Du musst versprechen, dass du nicht schimpfst, ja. Okay. Ganz früher im alten Haus, an was kannst du dich erinnern? An alles. Ja, was Bestimmtes im Wohnzimmer? Aquarium. Ja. Ist das echt? Ja. Hey, wieso schwimmen? Schwimmen die nicht? Warte, scheiße. Nein. Hey, der Akku ist leer. Wir suchen es jetzt bei Nisa, aber bei meiner Mutter war es jetzt ein Fail. Wieso habe ich immer Probleme? Ich habe etwas gekauft. Okay. Und es ist da drunter. Ja. Was glaubst du, das ist für ein Tier? Weiß ich nicht. Ich springe das auf nicht? Nein. Okay. Rate, was es sein könnte. Weiß ich. Hamster. Fast. Maus. Nein. Fische. Das sind gar Knechte. Weil ich so traurig war, dass keiner aus meiner Familie es mir geglaubt hat und ich sehr viel Geld dafür ausgegeben habe, habe ich meine Katzen geprankt. Meine Katzen haben es mir zwar geglaubt, aber die haben gar nichts gemacht. Die sind so wasserscheu, dass sie sich nicht mal getraut haben, irgendwie den Fisch da rauszuholen, obwohl sie sowas eigentlich lieben. Die haben einfach gar nichts gemacht, einfach zugeschaut. Cleo ist hingegangen, sie wollte ihre Hand reintun, beziehungsweise ihre Pfote, aber hat sich das nicht getraut. Fazit, ich habe mein Geld umsonst ausgegeben. Also Leute, das war das Video. Ich bin wirklich sauer. Keiner aus meiner Familie hat es mir geglaubt. Meine Schwester ist nicht mal zu Hause. Ich kann sie nicht mal pranken. Mein Geld ist im Mülleimer. Falls euch das Video gefallen hat und ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn es wirklich schlecht war, gebt dem Video bitte einen Daumen nach oben. Bitte. Abonniert sehr gerne meinen Kanal. Wenn ihr Lust habt, dass wir als nächstes mit meiner Mutter, mit Elif, mit Nisa, irgendjemanden, keine Ahnung, eine 24-Stunden-Challenge machen. Also zum Beispiel 24 Stunden im Auto, 24 Stunden im Zelt, in der Hüpfburg, keine Ahnung, irgendwo. Dann kommentiert gerne Spaghetti in die Kommentare. Ich danke euch für eure Zeit. Auf Wiedersehen und ich hoffe, das Schlechte wieder hat euch wie immer gefallen. Auf Wiedersehen.